Nachdem die Produktion bei Cessa 7 Monate geruht hatte, ging es im Mai 2014 dann weiter. Inzwischen wird fast die ganze Palette wieder produziert. Hier sind wir auf der neuen 42 Fly und die sehen wir uns jetzt an. Die meisten Werften versuchen bei ihren neuen Yachten alles auf einem Niveau zu halten. Ganz anders bei Cessa. Hier haben wir das Niveau, wo sich die Küche und auch die Kabinen befinden. Außerdem den Salon mit der Sitzgruppe und ein weiteres Niveau für den Steuerstand. Durch die Pantry gibt es in der Cessa natürlich nur ein einziges Kabinenlayout, nämlich mit dieser Bugkabine, die über ein eigenes Bad verfügt, und einer Unterflurkabine, die ebenfalls eine eigene Nasszelle hat. Dass die Rückkehr von Cessa einem Investoren aus Hongkong zu verdanken ist, sieht man auch am Layout dieses Bootes, denn das geht nach China. Und hier gibt es außer Sitzflächen nur noch den Steuerstand. Von dem aus können die beiden Volvo IPS-Antriebe kontrolliert werden. Optional kann man hier natürlich auch eine Wettbar platzieren.